Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute sprechen wir über Tesla. Wir sprechen aber nicht prinzipiell nur über die Tesla-Aktie, sondern wir nehmen die Tesla-Aktie einfach nur als Synonym für den Umgang mit einer bestehenden Option. Und dazu gibt es eine spannende Frage aus unserer Facebook-Gruppe und es lohnt sich heute also definitiv dabei zu bleiben. Wenn ihr dieses Video seht, dann ist es Mittwoch, der 24. Und ich nehme das Video heute am 23. auf, weil ich gerade hier in unserem Forum bzw. in unserer Gruppe die Optionshändler eine spannende Frage gelesen habe, und zwar von Kai. Ich blende euch die Frage hier auch mal ein. Und zwar, Kai hat Folgendes gefragt. Er sagt, Frage zum Zeitwertverfall und Wohleranstieg. Er hat also einen Put geschrieben auf die Tesla mit, also ich gehe davon aus, dass die, er einen Put geschrieben hat, ne? Dass er, weil er spricht auch übers Rollen, also ich gehe davon aus, dass er einen Put geschrieben hat. Und diese Put-Option läuft bis Freitag. So, das heißt also Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Jetzt können wir sagen, okay, komm, dann alles gut. Aber jetzt ist das Besondere, erstens, zum Zeitpunkt, wo die Frage gestellt wurde, lag diese Put-Option 68% vorn, das heißt, sie war im Plus. Und jetzt kommt noch eins, heute Abend nach Börsenschluss veröffentlicht Tesla seine Zahlen. Und jetzt fragt er also was er jetzt machen soll, ob er rollen soll oder ob er erst nach den Earnings rollen soll und so weiter und so fort. Ne? Und dann hat jemand hier schon geantwortet, ich würde schließen und nach den Earnings wieder den Trade neu machen. Und ich habe dann zugeschrieben, ganz genau 100% richtig. Und ich will euch das heute nochmal begründen, warum das richtig ist. Und zwar, ich würde es in beiden Fällen machen. Egal, ob es jetzt ein ganz normaler Short Put ist oder ob es ein Cash Secured Put ist. Schauen wir uns erstmal die Situation bei Tesla an und ich blende euch hier mal einen Chart ein. Wenn wir uns Tesla momentan anschauen, dann muss man ganz klar konsternieren, Tesla ist aktuell in einem Abwärtstrend. Wir können das daran erkennen, dass Tesla, obwohl die Märkte insgesamt nach oben laufen, momentan, also der Nasdaq, der breite Nasdaq hat ja sogar schon ein neues Allzeithoch erzielt, ist es so, dass Tesla momentan gerade fällt. Wir können das relativ simpel machen, also ihr braucht es nicht mit 1, 2, 3 Formationen oder Trendlinien. Schaut euch einfach an, der liegt unter seinem 21er Moving Average, sowohl im Wochen- als auch im Tageschart. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass Tesla aktuell im Abwärtstrend ist. An der Stelle ein Gruß an alle Teilnehmer des letzten Hedging-Seminars. Wir haben ja darüber gesprochen, wie man einzelne Positionen absichert und das ist so ein Fall. Ich habe meine Tesla momentan abgesichert mit CFDs. So, ne, das war jetzt ein interner, kommen wir wieder zurück. Also, das heißt, momentan ist Tesla in einem Abwärtstrend. Jetzt haben wir gerade heute Abend Earnings und was wir ganz, ganz stark in den letzten beiden Earnings Seasons beobachten konnten, also jetzt Anfang des Jahres und auch schon letztes Jahr, ist, dass Unternehmen extrem abgestraft werden, wenn sie ihre Zahlen nicht erfüllen. Wenn Zahlen sehr gut sind, dann gibt es auch Sprünge nach oben. Aber oftmals ist es so, dass wenn Firmen enttäuschen, dass dann auch die Börsen nicht sagen, okay, da gehen wir so ein paar Prozent. Nein, dass es da sehr, sehr deutliche Rückschläge gibt. Und jetzt muss man sich um eins sorgen. Die Erwartungshaltung an Tesla ist natürlich immens, wie immer. Tesla ist eine ganz besondere Aktie. Und wenn ihr euch nochmal den Chart anschaut, seht ihr, dass Tesla momentan an einer wirklich prekären Chart-Situation ist. Wir haben hier dieses Tief im Bereich so von $245 etwa. Das haben wir gesehen im April 2018. Das haben wir auch gesehen, da war es ein ganz klein wenig höher, hier im Oktober 2018, und da läuft Tesla jetzt wieder hin. Viele sagen, okay, das ist so eine Range, ne? Könnte man auch schön einzeichnen. Der Punkt ist bloß folgender. Sollten jetzt heute Abend die Zahlen nicht so vom Markt aufgenommen werden, wie sich Tesla das vielleicht erhofft, dann kann es durchaus sein, ne, dass Tesla sehr, sehr deutlich nachgibt. Ich weiß das nicht.
Ich könnte mir aber vorstellen, wenn die Zahl nicht kommt, dass wir dann auch ein deutlich größeres Minus hier an der Aktie sehen. Genauso kann es natürlich sein, dass Tesla fantastische Zahlen präsentiert und die Aktie nach oben springt. Aber das Ding ist immer, frag dich immer, wo ist dein Risiko? Und wenn du jetzt einen Put hast, ne, der sehr weit vorn liegt, 68% wird hier an dem Beitrag geschrieben, warum solltest du dann das Risiko eingehen und auf diese Zahlen warten? Weil was kann denn noch passieren? Gehen wir mal davon aus, ich weiß jetzt nicht, was dieser Put gekostet hat, aber machen wir eine ganz simple, einfache Rechnung. Du hast einen Put geschrieben und dafür hast du $100 bekommen. So, jetzt steht hier geschrieben, 68% vorn. Bedeutet, du hast von diesen $100 $68 verdient. Was kannst du jetzt maximal noch verdienen? 32, ne? Weil mehr als die eingenommene Prämie kannst du nichts verdienen. Auf der anderen Seite kannst du aber deutlich mehr verlieren. Das heißt, du hast in dem Fall ein extrem schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn jetzt die Zahlen sehr, sehr schlecht sind von Tesla oder beziehungsweise, es müssen ja nicht mal die Zahlen schlecht sein, die Börse muss sich ja nur einfach schlecht auffassen. Wenn das passiert, wird Folgendes passieren, die Aktie wird nach unten rauschen und aus deinen noch $68 Gewinn, wenn wir von $100 ausgehen, wird definitiv ein Minus werden. Sind die Zahlen dagegen sehr, sehr gut? Na gut, dann gewinnst du halt noch diese restlichen 32. Aber das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn zu sagen, ich gehe dieses Risiko ein, meinen fast im sicheren Hafen vorhandenen Gewinn wieder aufzugeben für die paar Restdollar, gehe aber das Risiko ein, alles wieder zu verlieren. Man kann natürlich auch mal sagen, okay, ich gehe Risiken ein, weil ich mir einen ganz, ganz großen Gewinn erwarte. Also wenn man beispielsweise Optionen gekauft hat, ne, und man sagt, okay, mehr als das, was ich eingesetzt habe, kann ich nicht verlieren. Aber wenn halt die Zahlen extrem positiv sind, dann kann sich die Option vervielfachen. In dem Falle, wenn du sie aber short bist, hast du das Risiko, was du beachten musst. Und nicht so sehr die Chance, weil deine Chance ist minimal, dein Risiko ist umso größer. Und deswegen würde ich diesen Trade definitiv vor den Zahlen schließen und ich würde ihn auch vor den Zahlen schließen, selbst wenn es ein Cash-Secured-Put wäre. Weil, wenn du bislang dir gesagt hast, okay, ich schreibe hier den 240er-Put als Cash-Secured, das heißt, dort würde ich die Aktien kaufen, dann musst du dich einfach fragen, so wie sich die Aktie seit Anfang des Jahres verhält, ist das ein gutes Zeichen, um bei 240 bei Tesla einzusteigen oder wäre es nicht möglich, hier auch mal auf einem niedrigeren Niveau einzusteigen? Ne? Weil das kann durchaus passieren. Dir rennt ja nichts weg. Wenn du ein Tesla-Fan bist, sagst, hey, super, die Aktie, ich glaube nicht, dass die unter 240 fällt, dann warte doch einfach ab, was passiert. Sind die Zahlen gut und die Aktie springt nach oben, dann keine Angst, die springt noch nicht auf 500 nach oben, ne? Sondern dann geht es vielleicht 5, 6, 10% nach oben, keine Ahnung, wenn überhaupt. Und dann kannst du immer wieder neue Puts schreiben, kannst wieder irgendwas machen. Aber das Risiko ist einfach, aus meiner Sicht zumindest, momentan in der aktuellen Lage viel zu groß, als dass du hier Geld investieren solltest. Deswegen, wenn du es noch kannst, schließe diesen Trade, geh raus, vielleicht ist es auch schon passiert, und beende den Trade und sitz dann ganz, ganz entspannt da, heute Abend 22.15 Uhr, du kannst das verfolgen, geh am besten auf Twitter, da gibt es sofort Leute, die das kommentieren werden und schau dir an, was dann passiert und schau dir den nachbörslichen Handel an und glaub mir, es ist viel, viel entspannter, in so einer Situation mal ohne Position dort zu sitzen oder mit einer gehedgten Position, als dort zu sitzen und zu sagen, okay, mir haut es die Dinger jetzt hier um die Ohren. Das war ein kurzes Video für heute, hier mal direkt aus meinem Büro. Beim nächsten Mal gibt es wahrscheinlich wieder was mit Flipchart oder so. Ne? Wir schauen mal. Also bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir schauen gemeinsam heute Abend mal hin, was Tesla macht. Und wenn ihr Fragen habt, ne, dann stellt die entweder hier bei uns in der Gruppe, die Optionshändler, oder aber ihr könnt sie hier natürlich auch auf YouTube schreiben. Und wenn es gute Fragen sind, also gut in dem Sinne, wo ich sage, okay, das hat Mehrwert für alle, die hier zuschauen, dann greife ich die natürlich selbstverständlich sehr, sehr gerne auf. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg, genießt die kurze Woche. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut, bye, bye.